ihr euch trotz der Schwierigkeiten schon einen Namen überlegt. Und in dem Moment kommt sein Papa die Treppe runter, nur in Boxershorts. Was denkt ihr, wie Juli auf ein Baby reagieren wird? Kommt er hierher, klaut meine Tochter und meine Frikadellen. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video Immer Holy Sin. Ich hatte kurz das Intro vergessen. Freunde, wie geht's euch? Was geht ab? Hallöchen. Freunde, wir haben uns euren Fragen gestellt oder werden uns jetzt euren Fragen stellen. Ihr könntet auf Instagram, wenn ihr uns da noch nicht folgt, gerne vorbeischauen, ein paar gute Fragen stellen und wir werden ein paar davon beantworten. Yo. Let's go. Yo, yo. Erste Frage ist an dich gerichtet, meine hübsche Frau. Mone. Wie hältst du dich denn so fit? Hm. Kommst du auch mal mit zum Sport oder machst du andere Dinge? Ich couche. Anstrengend. Das kann hin und wieder sehr anstrengend sein. Je nachdem, wenn man nicht die richtige Liegeposition findet. Nee, tatsächlich mache ich leider nichts. Ja, nee, gibt's nichts mehr zu sagen. Ich gehe nicht mit ins Fitnessstudio, ich bewege mich nicht, ich tue wirklich gar nichts. Ist nicht gut, ich weiß, vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Ich denke eher nicht, aber die Hoffnung. Ich habe es schon ein paar Mal probiert und sie hat es auch probiert. Ich muss wirklich Respekt geben, weil sie hat es probiert. Ist so, ist nichts, als hätte ich es versucht. Es workt nicht für sie, aber nicht so. Es gibt mir nichts. Das Workout workt nicht für dich. Das Workout workt nicht, nee. Du bist trotzdem toll, wie du bist. Dankeschön. Und man kann wirklich sehr neidisch auf sie sein, weil guckt euch ihre Figur an und sie macht gar nichts dafür. Ich muss richtig ackern, um dass ich nur 5 Kilo abnehme. Nur ein feines. Ja, super. Danke. Trotzdem würde ich gerne tauschen mit dir. Würdet ihr in Zukunft gerne lieber ein Haus kaufen oder bauen? Eigentlich, also, nee, nix. Eigentlich nichts. Wir wollen weder bauen, noch wollen wir kaufen. Also zumindest Stand jetzt. Aktuell macht es für uns finanziell keinen Sinn. Es macht für die Zukunft, für das, was wir vorhaben in unserem Leben, Lebensplanung, macht es keinen Sinn. Wir sind auch, glaube ich, was das angeht, einfach viel zu spontan und viel zu sprunghaft. Dass wir jetzt sagen könnten so, boah, jetzt nehmen wir so unser Geld und investieren das in ein Haus, wo wir für immer dann in unserem Leben so da sein werden. Mhm. Aber vielleicht wollen wir in einem Jahr ganz woanders leben. Ich glaube, da sind wir viel zu, ja. Ich glaube, das verstehen auch die wenigsten, ehrlich gesagt. Also mit allen, die wir drüber sprechen, so, hä, wie könnt ihr kein Haus bauen? Gerade noch so unsere Eltern, die Generation und so. Aber wie gesagt, vielleicht irgendwann. Ne? Jetzt eine Frage, die wir auch oft gelesen haben. Und zwar, ob das unsere finale Wohnsituation ist. Weil, wenn ihr die Haustour gesehen habt, ne, da kam auch eine Frage, oh, können wir noch eine Haustour drehen? Leute, haben wir. Ist in der Beschreibung verlinkt. Ganz aktuell sogar. Und ja, da sieht man natürlich, dass vielleicht für ein Kind noch Platz ist und wenn das irgendwie möglich ist, ein zweites nicht mehr, ja, dann wird es wirklich eng hier in der Butze. Also ich würde sagen, final ist es nicht. Wir können uns diese Gegend, alles hier drumherum super vorstellen und wir hoffen, dass wir vielleicht die Möglichkeit bekommen, nochmal hier irgendwas Größeres zu finden noch, was vielleicht irgendwie nochmal 10 Quadratmeter mehr hat oder einen Keller. Ja. Wenn wir einen Keller hätten, wäre es schon ich perfekt eigentlich. Ich wollte gerade sagen, also wir fühlen uns hier so wohl und wir würden hier für unser Leben gerne wohnen bleiben. Wenn das Haus einen Keller hätte, würde die Antwort wahrscheinlich ja heißen, ob das die finale Wohnsituation ist. Aber dadurch, dass wir halt leider keinen Keller haben und der Platzmangel uns irgendwann erreichen wird, wird es wahrscheinlich nicht unsere Lebenswohnung, unser Lebenshaus hier werden. Nee, das wahrscheinlich nicht. Aber wie immer auch da, man weset. Wir sind ja auch immer so spontane Hasen, ne? Wir lassen das Leben ja einfach mal so auf uns zukommen. Küsst du heute, küsst du morgen, was passiert immer morgen? Dann wissen wir noch nicht. Küssen wir uns heute. Küssen wir uns heute. Mone, magst du deine Haare noch mal kürzer schneiden? Ja, sehr, sehr gerne. Also ihr wisst ja, dass ich mit meinen Haaren so den einen oder anderen Struggle habe. Ich habe ja früher super oft mal kurz, mal lang, mal kurz, mal lang, immer so hopp und top. Aber ich kann meine Haare aktuell leider einfach nicht ohne Extensions tragen, weil sie zu... Also sie sind zu fusselig, zu... Ich kann sie nicht so, ich kann mir nicht mal einen Zopf machen. Das schließt natürlich nicht aus, dass man sich kürzere Extensions reinmachen könnte. Ich sag mal so... Das Thema ist präsent in meinem Kopf. Lasst euch einfach mal überraschen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Mal schauen, was die Zukunft bringt. So, jetzt müssen wir bei jeder Frage so. Können wir gerade mal nicht beantworten. Schauen wir mal. Nee, aber ich bin da wirklich ein Supporter. Ich bin von mehr Variation. Ich bin Fan von mal braun, mal blond, mal hier, mal da. Also von mir aus könnte meine Frau... Ich finde es toll, dass du nicht so eingeschossen bist. Ja, du bist egal mit was wunderschön. Ich fände es cool, wenn sie mal mehr ausprobieren würde. Ja, okay. Seid ihr an eurem Hochzeitstag im Urlaub? Ist da was geplant? Nein, sind wir nicht. Doch, sind wir. Natürlich. Ja, also hör mal, wir haben bald einfach einjährigen Hochzeitstag. Ja. Wie krass ist das bitte? Die Zeit ist so schnell rumgegangen. Einfach schon ein Jahr mein Ehemann. Und ich sage euch ehrlich, ich finde immer noch, es fühlt sich nicht weird, aber es ist so, ich kann es nicht verstehen. Ja, nicht greifen. Ist mein Ehemann so. Hä? Ich hatte ein bisschen abgedriftet. Ja, wir sind tatsächlich über unseren Jahrestag weg. Und zwar in, wollen wir schon verraten?
Ja. Ja, können wir machen, ne? Ja. Wir fahren, Freunde, nach Holland. Und zwar da, wo alles angefangen hat. Wir haben echt lange überlegt. Wir waren auch irgendwie einmal kurz davor, was zu buchen, wo wir wegfliegen. Aber wir haben gesagt, ey, wir haben so oft die Möglichkeit, im Jahr wegzufliegen, wenn wir wollen. Am Jahrestag so ist es doch schön, wenn wir da jedes Jahr eine Tradition haben. Und zwar immer wieder nach Holland fahren, an den Ort, wo alles angefangen hat. Das fanden wir irgendwie ganz schön. Ja, das wird doch super. Aber stell mal vor, du machst so als Tradition, jedes Jahr wegzufliegen. Hör mal. Das geht ja ins Geld, du! Na, super. Ich dachte, was kommt jetzt? Also so hat man eine Tradition, die auch noch was eine besondere Verbindung hat. Ja, also es gibt ja für uns keinen schöneren oder besondereren Ort als Holland. Ja. Ne, dementsprechend. Oder als gerade dieser Campingplatz in dem Sinne. Ja. Dazu übrigens nochmal. Ich weiß, ihr wartet alle sehnsüchtig. Unsere Kennenlern-Story. Oh, ja. Das kommt, Freunde. Das kommt. Drehen wir vielleicht drehen wir in Holland mal eine Folge. Es muss auf jeden Fall mehrere Teile werden. Ja, das ist die Story ist big. It's a long time story, ne? Können wir eigentlich mal so den ersten Part da drehen, wo alles angefangen hat? Boah, ich fand auch geil so, dass wir unsere Geschichte erzählen, aber auch so ein paar Spots zeigen. So, weißt du, zum Beispiel, wo wir haben uns das erste Mal geküsst. Das ist ja übel gut. Dass wir sagen, so hier war zum Beispiel der Strandabschnitt, wo wir uns gesehen haben. Hier war die Bank, wo wir uns geküsst haben. Oh, stark. Das machen wir, Freunde. Ja, das machen wir. Okay, ja. Stehen aktuell neue Projekte an? Ja, ein Projekt wird sein, dass Kobe öfter auf die Couch schläft. Hat sie nicht gesehen. Oh, warum? Woher kommt das denn? Tut mir leid, ich bin halt ein bisschen zickig. Ich bin auf Krawall aus. Liegt an der Kibo-Behandlung. Tut mir leid, ich will nicht so böse sein. Du schläfst natürlich im Bett auf dem Boden neben mir. So, ja, Freunde, neues Projekt. Neue Projekte, ja. Oh, ja. Ja. Ach, das ist immer so. Schauen wir mal, was die Zukunft. Nein, da können wir wirklich schon sagen: geduldet euch nicht mehr allzu lange. Schauen wir mal, was hinzu. Nein, ich sag jetzt einfach nur ein Wort, ja? Und dann werdet ihr alle vom Stuhl fahren, weil ihr euch so freuen werdet. Marmeladenstäbchen. Freut euch, drauf, das wird herrlich. Marmeladenstäbchen. Ach, Mann, mehr kann man jetzt nicht sagen. Frau Mahoni, was ist denn of all time Ihr Lieblingsbuch? Oh, nee, kann ich nicht sagen. Wie? Ja. Ich habe mehrere. Ich habe jetzt letztens versucht zu ranken und habe mir Screenshots von meinen, so wo ich sage, wo das könnte es sein, gemacht. Ja. Das waren 5 Stück. Okay. Und ich dachte so, okay, die 2 könnte ich vielleicht wegtun. Dann waren es 3. Ich kann mich nicht entscheiden. Es kommt mir jetzt gerade in den Kopf Too Late von Colleen Hoover. Echt? Aber es gibt noch 2 andere, die ich eigentlich auch auf Platz 1 machen würde. Ich kann mich nicht entscheiden. Nicht Variety? Das ist doch dein erstes krasses Buch. Ich habe dich weinen sehen, ich habe dich lachen sehen, ich habe dich da gesehen. Das gehört ja auch dazu. Ich würde sagen, Platz 1 teilt sich noch mit 2 anderen. Okay. Ich meine, teilen im Leben ist alles. Man darf nicht immer alles an sich selbst reißen. Ja, das teilen ist alles. Deswegen 3 Bücher sind auf der 1. Okay. Okay. Habt ihr euch trotz der Schwierigkeiten schon einen Namen überlegt? Nein, haben wir nicht tatsächlich. Also wir haben immer früher, auch in den Videos, uns immer so Spaß gesagt, Luke und Leia, wenn wir irgendwie damit gesegnet werden, einen Jungen und ein Mädchen zu bekommen. Das war ja mehr so aus Witz und irgendwie, weil man es hat es einmal gesagt und dann war das so. Wir haben eine Zeit lang... Du witzig, ich bin immer noch dabei, aber ja. Ich habe mir da so wenig Gedanken zugemacht, dass auch zum Geschlecht so, ne, wir haben ja immer gesagt, so, boah, wir wünschen uns einen Junge und dann ein Mädchen, so damit der große Bruder auf die kleine Schwester aufpassen kann, aber das ist alles so unwichtig geworden. Ja, es ist halt irgendwie sehr in die Ferne gerückt, dieses so, wir konzentrieren uns erstmal darauf, dass es... Ja genau, zum einen so erstmal darauf den Fokus legen, dass es klappt, zum anderen aber auch so, ja, man denkt nicht drüber nach, weil man einfach nur hofft, es klappt, dass das erst mal so unwichtig ist. Ja, safe. Ja, deswegen, nee. Wir sagen immer Baby Mahoni. Also wenn wir irgendwie so, wir hoffen, Baby Mahoni macht sich bald auf den Weg. Oder irgendein Klein Mahoni, genau. Ja. Okay, gute Frage. Wir bleiben direkt beim Baby- und Kivo-Thema. Ja. Und zwar, was denkt ihr, wie Juli auf ein Baby reagieren wird? Da muss ich sagen, bin ich auch sehr gespannt drauf, klar. So wie er drauf reagiert. Und noch gespannter bin ich drauf, wie er reagiert oder sich verhält, sobald wir schwanger sind. Ne, viele Hunde, die spüren das ja und liegen dann ständig auf dem Bauch oder so. Wird er das überhaupt spüren? Wird er da irgendwie so... Ich glaube schon, weil als wir jetzt letztens bei Anna und Tim waren, haben wir doch auch das Gefühl gehabt, dass er... Da saß Juli auch sehr, sehr lange auf Annas Schoß und hat sich immer so hingelegt, ne? An den Bauch Juli ist allgemein auch sehr einfühlsam, also wenn man weint oder
traurig ist, wenn ich Bauchschmerzen habe, dann liegt der immer hier und wie so eine Wärmflasche irgendwie. Deswegen bin ich da echt mal sehr gespannt. Und wenn das Baby dann da wäre, glaube ich, also ich glaube nicht, dass er eifersüchtig ist. Nee, also ich glaube, dass wir ja einen relativ guten Vergleich zu Julit und den beiden haben. Genau. Und da, wie süß er da mit denen umgeht, mit den Zwergen. Emma ist jetzt schon ja was größer und da ist das schon, sie weiß so ein bisschen schon mit ihm umzugehen, aber Maya zum Beispiel, die kleine Maus, die fängt jetzt gerade so an zu laufen und findet Juli halt voll interessant, greift ihm natürlich ins Fell und reißt halt dran, ne? Wie Babys halt, die haben ja auch schon ordentlich Kraft und Juli, sein Kopf knallt dann immer nach hinten, quietsch, guckt dann doof, aber er hat noch nie irgendwie gemeckert oder irgendwas. Als Maya noch ganz, ganz Baby war und geweint hat, ist Juli immer direkt hin, hat sie angeguckt, abgeleckt, war ganz so, Leute, merkt ihr, dass das Baby schreit, Hilfe! So, dann war er immer ganz nervös. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, er wird das gut machen. Ja, glaube ich auch. Bleiben wir einfach mal, würde ich sagen, bei dem Thema. Wie kann ich als Freundin meinen Freunden helfen, sie trösten bei ihrem Kinderwunsch? Das gute ist eine Frage. Sehr, sehr gute Frage. Haben wir aktuell auch sehr viel mit zu tun, weil wir oft auch im eigenen Freundeskreis haben, dass Leute so nicht genau wissen, wie sie mit uns umzugehen haben oder sie mit uns umgehen sollen, weil es echt schwierig ist, da die richtigen Worte zu finden. Verstehe ich auch. Hundertprozentig. Also wenn ich jetzt überlege, ich wäre mit uns befreundet, ich würde ja niemals was sagen. Sagen wollen, was euch vielleicht verletzt, also uns verletzen könnte. Ich sag euch ganz ehrlich und glaube, das ist der richtige Weg, auch für uns und für generell alle. Zuhören ist A und O. Ja. Ich würde gar nicht versuchen, mit Worten das zu lösen, sondern ich würde die Person in A nehmen. Ich würde sagen, hey, sprich mit mir, ich höre dir zu. Und wenn ihr dann versucht, vorsichtig vielleicht einen Tipp zu geben, ist das okay natürlich. Was ich bleiben lassen würde, ist dieses das wird schon. Ja, genau. Also manchmal ist eine stumme Umarmung einfach schon viel, viel mehr wert als was gesprochen ist. Wir sagen auch immer, wenn wir unsere Freunde, unsere Familie auf den neuesten Stand bringen, sagen wir auch immer, hey, wir wollen euch erzählen, fühlt euch nicht gezwungen, was zu sagen. Wir wollen euch einfach nur hier darüber berichten, euch erzählen. Aber ja, man neigt natürlich auch so dazu. Man fühlt sich dann so, oh shit, was soll ich jetzt sagen? Oh, das wird schon wieder, ich glaube fest daran. So, dass man denkt immer so, oh, damit sagt man was Gutes, aber eigentlich in dem Moment denkt man sich so, oh, es wird, ja, nee, es wird irgendwie nicht singen. Ja, ich glaube einfach da sein, wie du schon zuhören sagst. Und zuhören und eine gute Umarmung. Das ist meistens das Beste, was man machen kann. Ja, safe. Ich würde sagen, wir machen das Thema jetzt mit der nächsten Frage zu, erstmal. Und zwar, leidet eure Beziehung unter dem Thema Kiwu oder stärkt es sie eher? Mhm. Auf jeden Fall stärken. Würde ich auch sagen, ja. Also im ersten Impuls auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es harte Zeiten gibt, harte Zeiten gab und auch noch geben wird mit Sicherheit. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir das als Team rocken können. Ja, ich glaube auch. Also man lernt halt auch nochmal viel, viel intensiver miteinander zu reden und zu kommunizieren und auf sich als Paar auch zu achten, weil das ist halt nun mal ein unfassbar emotionales Thema, was sich ja eigentlich täglich im Kopf von dem Paar dann abspielt und man lernt irgendwie noch mehr aufeinander zu achten, aufeinander zu hören, Rücksicht zu nehmen, also das ist auf jeden Fall stärkend als. Ja. Aber ich glaube, dass es da auch, kann auch negativ sich auf Paare auswirken, die vielleicht nicht viel miteinander reden oder sich eher so in sich selbst zurückziehen, als zusammen dagegen anzukämpfen. Ja. Ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, halt zusammenzuhalten und einen Strang zu ziehen. Genau. Ich glaube, wenn man das nicht tut, kann das Thema sehr gefährlich werden. Ne? Gerade wenn vielleicht der eine Wunsch des einen Partners größer ist als der des anderen, könnte das, glaube ich, schwierig werden. Aber ich glaube, bei uns funktioniert es irgendwie. Wir schaffen das schon. So, next Frage. Nach welchem Kriterium kaufst du deine Bücher, wenn du dir nicht mal die Rückseite durchliest? Das ist auch eine gute Frage, denn ich habe es auf Instagram schon mal gesagt, aber hier wahrscheinlich nicht. Ich lese mir tatsächlich nie die Rückseite von einem Buch durch, weil ich einfach in den ersten 4, 5 Büchern, wo ich es gemacht habe, mir so dachte so, hä? Da war ja voll der krasse Spoiler hinten drauf. Du erfährst einfach schon so viel, wie wenn du einen Trailer von einem Film guckst. Wir gucken uns auch nie Filmtrailer an, weil das verrät doch einfach schon zu viel. Und mein Ding ist es ja, dass ich mir vorgenommen habe, alle Bücher von Colleen Hoover zu lesen, also jedes einzelne, was sie je geschrieben hat. Dementsprechend ist es egal, was hinten drauf steht, ich werde so oder so lesen. Und da ich halt so komplett blind reingehe und gar nichts weiß, finde ich das irgendwie immer cooler. Aber ich denke, wenn ich jetzt ein random Buch irgendwo kaufen gehe, würde ich schon mal lesen, um zu gucken, passt das überhaupt? Also habe ich Lust darauf, das zu lesen, was da gerade drin vorkommt. Aber da ich sowieso ja alle von ihr lesen will, kaufe ich die einfach und fange an zu lesen. Nächste Frage. Was würdet ihr jetzt rückblickend ein Jahr nach eurer Hochzeit jemandem empfehlen, der bald heiratet? Ich habe sofort was im Kopf und ich habe einen einzigen Tipp. Egal was es ist,
Hör immer nur auf dich selbst. Oh, das wollte ich auch jetzt gerade sagen. Ja. Es ist völlig egal, was andere sagen. Ob es jetzt die Trauzeugin ist, der Trauzeuge, die Mama, die Schwiegermama, die Oma. Egal, wer euch sagt, mach's doch lieber so. Nein, es ist euer Tag, es ist eure Hochzeit so. Es muss euer perfekter Tag werden. Und wenn es da Leute gibt, die im Nachhinein sagen, boah, fand ich jetzt nicht so cool. Es kommt drauf an, dass ihr am Ende der Hochzeit dran sitzt und sagt, Alter, das war die perfekte Hochzeit. Es ist alles so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Und genauso war es bei uns. Es gab ne, den einen oder anderen, der gesagt hätte, oh, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Tradition reingebracht oder irgendwie das hätte ich anders gemacht. Und wir so, nee, die Hochzeit war genauso, wie wir uns das... Oh, Gottes Willen. Meine Güte. Das war der Wecker für die Kamera, aber ich hab so schnell zu ändern. Fast die Tränen gekommen. Okay. Ich weiß es nicht mehr, aber ja, hört einfach auf euch. Und do it like you want it. Es ist der einzige Tag im Leben, wo sich alles um euch dreht und es nur wichtig ist, was ihr wollt. Ja. That's the point. Haha. Jetzt geht's los, Freunde. So. Geht ihr euch manchmal auf die Nerven und streitet ihr euch oder gar nicht? Ah! Wir streiten jeden Tag. Nein, also niemals im ganzen Leben streiten wir uns nie. Also sowas gibt's auch, glaube ich, nicht. Also ich finde Streiten irgendwie wichtig in einer Beziehung. Für mich gehört das auch dazu. Wir könnten uns schon manchmal ein bisschen weniger unnötig auf den Senkel gehen. Ja, aber morgen so zum Beispiel. Na, das war total berechtigt. Ja, das war... Was? Nein, aber ich muss sagen, also wir hatten Zeiten, da hat man sich mehr gestritten, mal weniger. Und das wird auch immer wieder so kommen und auch passieren. Ja, und natürlich. Wir sind beide absolute Sommerkinder zum Beispiel. Ja, dass wir uns im Winter ein bisschen mehr streiten als im Sommer, ist auch völlig normal. Ja. Aber ich glaube, was halt ja bei uns das Ding ist, wir streiten uns nicht um die großen Sachen. Ich finde, wir streiten nicht, sondern wir diskutieren. Ja, wir diskutieren öfter, als wir streiten. Also so, ich weiß nicht, wann unser letzter Streit, also so ein krasser Streit war. Ja. Ich finde es halt immer wichtig, darüber zu reden, das zu klären. Aber ansonsten, wie gesagt, mehr Diskussionen, als dass es Streits gibt. Aber ich finde, wir haben echt, also ich würde sagen, es ist alles perfekt. Also wie gesagt, wenn man sich gar nicht anzickt, ist auch doof. Wir haben eine gute Mischung. Ist nicht zu oft, nicht zu wenig. Okay, letzte Frage, Leute, komm. Ja. Letzte Frage, das ist wirklich sehr heikle und intime Frage. Wie habt ihr gegenseitig eure Schwiegereltern kennengelernt? Also mein Kennenlernen war extrem lustig. Also man muss dazu sagen, wir kennen unsere gegenseitigen Schwiegereltern eigentlich schon seitdem wir Kinder sind. Ja, so. Genau. Aber so dieses, wir waren zusammen und man wurde als Partner vorgestellt. Darauf beziehen wir uns jetzt. Und das war wirklich sehr fun. Ich erzähle einfach mal meins zuerst. Ich war bei ihm zu Hause und er so, ja, heute sind wir, es war auch relativ schnell, ne? Also irgendwie so, keine Ahnung, erste, zweite Woche oder so. Man kannte sich ja auch schon so kurz. Ja, heute Abend fahren wir zu meinen Eltern. Ich so, ja, okay. Jeder normale Mensch, ich auch, geht davon aus, dass er seinen Eltern natürlich Bescheid sagt, dass er kommt und jemanden mitbringt. Hab dementsprechend also auch nicht weiter nachgefragt. Dann war der Abend, wir sind dahin gefahren, er klingelt, seine Mom macht die Tür auf, so erschrocken, so, oh, hi, ne, weil sie dann auch mich gesehen hat. Sie hat mich dann auch natürlich direkt wiedererkannt und wusste auch, aber war halt nicht darauf vorbereitet, dass er überhaupt kommt und dann auch noch jemand mitbringt. Und in dem Moment kommt sein Papa die Treppe runter, nur in Boxershorts, kommt so runter, sieht mich, oh shit, dreht sich wieder um und rennt hoch und kam danach dann angezogen runter. Und ich so, Gott sei Dank hattest du eine Unterhose an. Ja, das war auf jeden Fall nochmal, also dicker Eisbrecher. Da war das Eis dann gebrochen. Wie gesagt, schon vorher auch gekannt und da war auch von der ersten Sekunde an, man hat sich super verstanden. Ja, das war super. Und bei uns war es tatsächlich so, also bei mir mit ihren Eltern war es, dass wir uns ja im Urlaub da wieder gesehen haben in dem Sinne und dass ich Mone irgendwann mal an ihrem am Camper abgeholt habe und dann hatte ihre Mama gerade frische Frikadellen gemacht. Das Abendessen so für unsere Familie, ne? Und dann habe ich halt 3 oder 4 Stück davon bekommen. Also sie hat mir quasi auf einer Gabel so eine Frikadelle rausgemacht. Na, möchtest du eine, Junge? Ja, aber er stand auf dem Fahrrad vor dem Wohnwagen und hat mich so abgeholt mäßig. Und meine Mama hat ihm die ganze Zeit so Frikadellen auf der Gabel rausgebracht. Und dann kam mein Papa irgendwann raus und sagt so, was verschenkst du hier unsere Frikadellen? So. Ja. Und dann hat meine Mama gesagt, für den zukünftigen Schwiegersohn ist das schon in Ordnung. Hä? So, das war damals irgendwie, also wenn man so drüber nachdenkt, voll krass, dass sie das gesagt hat, weil klar kannte sie dich, aber da waren wir ja noch nicht zusammen oder irgendwas. So cringe irgendwie, aber so süß. Damals unangenehm, aber jetzt irgendwie süß. Jetzt ist es witzig, ja. Der Papa kriegt ja hier die Frikadellen. Hat Wochen darüber gewettert, der hat meine Frikadellen bekommen. Kommt da hierher, klaut meine Tochter und meine Frikadellen. Ah,
das war ja. Das war toll. Ja, und jetzt bis heute ist immer nur an den Gag Frikadellen. Ja, super, Freunde. Super. Das war ein tolles Ende, oder? Das war doch ein tolles Ende. Das war wirklich ein tolles Ende. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne 1, 2, 3 oder 4, 5 Daumen nach oben und schreibt gerne was in die Kommentare. Folgt uns auf Instagram und dann, ich sage, wir sind raus. Sehen wir uns im nächsten Mal im Video. Schreibt doch neue Fragen rein in die Kommentare für irgendwann Teil 2. See. Wir haben euch ganz doll lieb. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ah, nein. Oh, Mann. Arschbohrer.